Okay, ja. Das ist mega kacke. Ich hab richtig getroffen, voll einfach. Nö. Nicht getroffen. Ich hab sogar die Seiten extra gewechselt. Du hast dich getroffen. Ja, aber so hätte es geklappt jetzt. Nochmal. Na, ja, wir sind mit dem Teleporter hier alles schnell zu wiederholen. Boah, das ist ja mies. Also das ist echt. Warum hat er das jetzt nicht getroffen? Was haben die denn da für eine kleine Hitbox eingebaut? Bei anderen Sachen machen die Hitbox irgendwie extra groß und so. Und bei so einem Ding einfach, ja, extra klein. Da habe ich anscheinend den Propeller gerade getroffen oder was? Sah aber nicht so aus. Deswegen Gras, Digga, aus. Auf der falschen Seite? Nee. Ich wäre auf der richtigen Seite, dass ich eher einen geraden Schuss habe. Anstatt nach schräg zu schießen. Ist nicht wahr. So. Naja. Wenn wir das hier hinter uns haben, dann haben wir echt schon die Hälfte des Spiels durch. Ja, ihr wisst doch schon, wegen 4 von 8 Welten haben wir denn. So, jetzt schaffe ich es aber los. Jetzt geht's wieder richtig ab hier. So, ich bleib erstmal hier, weil das war ja nicht so schlecht. Warum ist hier oben eine Wespe drin? Let's go! Nochmal! Diesmal schaffe ich's bestimmt! Oh Mann, außer ich werde wieder nur verarscht. Kann sein. Ich schau mir das mal an. Hä? Was soll denn das? Das ist so dumm! Ich schieße einfach ein bisschen höher. Oberscheiße, jetzt wisst ihr, wenn es dann so was scheitert. Ja, kein Plan. Ich treffe wohl irgendwie aus Versehen den Propeller oder sowas. Ist aber trotzdem richtig kacki. Also mach ich mal hier auch gleich ein bisschen höher. So ein Scheiß. Höher am besten gleich wieder. Eins ist schon mal kaputt. So. So, jetzt auch wieder ein bisschen nach oben schießen. Ne? Okay. Einmal noch. Wie lange machst du heute? Steht doch alles im Titel. Also, ahnungsmäßig. Mein Gott, ihr schafft. Banana, Alter. So. Alert. Sneeze. War das ein unterer? Keine Ahnung. So. Leute, Level complete. Ganze Welt 4 abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt bloß raus hier, ey. Sonst verliere ich meine gute Laune. Dann jetzt noch schön auf in Welt
5. Nee, ach Quatsch, erstmal den Boss machen. Ich will schon die Welt verlassen, wisst ihr? Nee, erstmal den Boss. Ich muss erstmal zum Boss. Mit lang die. Gucken, ob ich den überhaupt schaffe. So, dumm. Bum, bum, bum. Oh, geil! Hoppla, Alter! Ich muss ja sowieso erstmal mit den anderen Affen hier alles erstmal. So. Hoppla! Ganz ruhig, Lanky, Lanky, ganz ruhig. Okay. So. Den Boss weiß ich noch, der hat auch Spaß gemacht. Oh, da muss man sich übereilen. So, Lanky haut richtig raus, Alter. Gucken, wie ich jetzt gleich beim Boss anstelle. Na komm. Wie viel man frisst, ey. So. So, komm, Tiny, du gibst einfach deine Bananen ab. Ey, diese Schmatzgeräusche, ja, ne? Muss ich eklig. Da haben die da alle mit dem Mund aufgenommen. Die Geräusche, die haben da damals bei Rare einfach durch die Kantine sind sie gegangen und so. Wir brauchen noch ein paar Stock-Footage-Sounds. Irgendwie so, wie in der Art frisst. Geh rüber zu, weiß ich nicht. Oh Gott, Tiny steht so lange rum, dass er irgendwie, ja, Verarsche macht. Dann sind sie einfach rumgegangen und dann immer so, komm, Dankeschön, reicht. So. Ist der Dickmann dieser Typi. Guckt ihn euch an, Mann, ey. Yeah, du aller Sack. So, guck mal. Ich fand den Boss-Bock schwer damals. Ja, der war, ja, also, du musst ja an sich nicht in den Typen mehr kämpfen. Du musst ja bloß rumfahren im Kreis. Auf Zeit zwar, aber das schafft er Lanky. Jetzt kommt gleich wieder Comedy Gold. Kommt gleich wieder. Mit Lanky da, wie er den Boss da gegenüber tritt. So. Okay, Lanky, let's go. Nimm die Beine in die Hand oder die Arme in die Hand, keine Ahnung. Und let's go. Wie komme ich in dieses Boot hier rein? Egal. Der scheiß Lampe. Boah, was ist das denn? Hä? Oh, er hat Angst. So, schön Licht hier. Boah! Die Musik fehlt voll. Yeah, jetzt geht's auch weiter. Hui. Wow, dann so. Man muss jetzt die ganze Zeit durch so eine Dinger hier durchfahren. Weil man gegen ihn selber nichts machen kann. Und jetzt aber, sobald man durch eins durchgefahren ist, ist es Zeit. Um zum nächsten zu fahren halt. Kling, kling, kling. Aber eigentlich ist es immer machbar. Bloß pro Runde werden die Dinger kleiner. Das ist nicht gut. Wo ist es denn? Ach da. Miau. Wurde gerade voll getroffen. Aber die Katze hat mich gerettet. So. Dann kann aber die Richtung wechseln. So. Dann fahre ich wenigstens mal. Wow! Das kann ja auch noch. Der macht mega Wumme, Alter. Wow! Shit. Da kommst du mal genau dahin, wo ich hinfahre. Shit, das läuft jetzt gar nicht so gut. Ich bin voll aus dem Flow. Ich weiß gar nicht, warum kann man da Zeit lassen. Alter, voll Ziel suchen. Alter, voll fies. Oh, oh. Okay, das wird wirklich nichts. Ich muss nur mal ein bisschen reinfühlen.
Wie verarscht er mich gerade mit seinen komischen Feuerwellen da? Mit seinen Zielsuchfeuerwellen. Nervt ja schön. So, ganz am Rand kann man nicht getroffen werden. Ach, es wird halt nur noch regnen, genau. Lass es halt regnen. Feuerwelle. Ich glaube, ich muss 5 Runden schaffen. Jetzt sind wir gerade bei der 3. Runde. Oder waren es 4? So, Runde 3. LLL-Führerschein. Was hat das mein Führerschein damit zu tun? Das ist ein Boot. Ich fahre ein Boot. Er kotzt voll rum, der sagt. Boah, wie klein der schon ist, ey. Ich glaube, der wird noch mal kleiner. Was ist denn doch so dunkel? Wow, hat der gerade mit den Fischen an mir geschossen? Sag mal, kann es sein, dass der Typ in Donkey Kong Country Tropical Freeze nochmal wiederkommt? Kann das sein? Einmal noch. Zeit, ich muss über 10 Sekunden Zeit und Dinger sind jetzt nicht mega klein. Zeit abläuft, muss man nur diese eine Runde noch mal komplett von vorne machen. Aber ansonsten alles cool. Wo ist es denn? Nochmal. Hab's jetzt nicht gesehen. Alter, irgendwann die ganze Zeit voll hinter mir her. Komischerweise vor die Richtung geändert. Einmal noch! Wo ist es? Da ist es! Ja! Das war knapp. Aber er hat es geschafft, der Lanky Kong. Jawoll! Lanky Kong. So. Wie sie freut. Komm, Lanky, noch hier, Albert. Wir hauen ab. Come on. Ach, schön, Leute. Damit haben wir richtig schön jetzt Welt 4 abgeschlossen. Komplett. 100%. Und jetzt mit dem 4. Schlüssel lässt sich eine weitere Welt öffnen. So, hier brauche ich halt noch den Bodenschalter, den besseren. Das kann ich ja nicht machen. Dadurch öffnet sich ja nur eine Tür für Tiny. Also merken wir uns hier. Hier werden wir nochmal herkommen müssen später. Jetzt kommt meine Lieblingswelt. Jetzt kommt eine Welt, die ist sehr schön. Die ist aber auch so mega riesig einfach. Und da lernen wir auf jeden Fall alle schöne neue Moves. Und wie wir einfach so viel Leben, wie wir einfach so viel Geld, ne? Das kann einfach jeder sich leisten, kein Problem. So, hoppla. So, Lanky, du darfst die Ehre haben, den Schlüssel zu übergeben. So. Ah, na, freust du dich, Großer? Ja, ich finde Zucker. Wir
wie schnell er seine Laune wieder verliert. Egal. Das ist richtig strange, einfach. Wow, spring vor dahin. So, ich glaube, ich weiß, dass ich schon mal schnell was mit Diddy machen möchte. Weil ich noch weiß vom letzten Mal, dass wir. Problem, ich habe eins von Crankys Fässern gefunden. Und dann war das irgendwie so ein Diddy-Fass. Ups. Ist das schön. Auf dieser Insel. Ach, welch ein Traum. Hui. Ah, okay. Hier muss ich noch ein bisschen mehr extra Geld holen. So. Cash. Boah. Hörst du? So. Ha! Noch getroffen. Ich sag ja, manchmal sind die Hitboxen ein bisschen komisch. So, Diddy's Schalter, Käfigbanane. Alter, 111. Dreht mal 111 umdrehen. Auf dem Kopf, dann steht da LLL. Ja. Ist das nicht schön? So, ich will noch schnell hier noch so eine andere Münze holen. Die war nämlich denn hier. Oh Gott, könnte aber rüber. Nee. Ich glaube, da hinten müsste eigentlich so ein Chunky-Fass sein. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht da. Glaube ich. Nein, was machst du denn? Diddy, bleib doch ruhig. Auf der Spitze ist noch was für Diddy. Echt? Ich kann mal gucken. So, ich wollte nur schnell das hier holen. Hey. Achso Leute, ne? Diese Münze kann ich jetzt in Welt 5 gleich euch zeigen, was damit gemeint war, dass es hier halt so eine geheime Münze gibt, die jahrelang unentdeckt war. Die ist halt in Welt 5. Und die zeig ich euch gleich. Ja, Mann, wie cool. Yeah. So. Mal schnell gucken, was mit... Irgendwas mit Diddy da? Ich kann sein, dass auch nochmal einfach eine Banane war, ne? Ich glaube sogar, ja. Was? Meine Erinnerung kommt zurück. Stopp! So. Welcome to Bonus Stage. Okay, gut. Ja, alles klar. Mann! Ein bisschen unorthodox, ich weiß, aber... Das Geschrei der Frage. So. Way. Yeah, Donkey Diddy hat die Banane.